Hallo Michelle, willkommen beim Fahrstuhlinterview. Dankeschön. Ich habe deinen Namen schon gesagt. Sag noch mal ganz kurz, was du von Montag bis Freitag normalerweise machst, wenn du nicht beim Barcamp bist. Ja, normalerweise, ich habe jetzt gerade angefangen zu studieren, und zwar in Berlin. Ich studiere Publizistik und Kommunikationswissenschaften und Politikwissenschaften. Also ziemlich lang, aber das mache ich normalerweise. Okay, cool. Mit welchem Thema bist du beim Barcamp? Ich bin mit dem Thema, mit meiner eigenen Radiosendung eigentlich zum Barcamp gekommen. Und zwar heißt die PEP-Politik einfach präsentiert. Mir geht es einfach um die Verbindung zwischen Kinder, Jugend und Medien und dem Medium Radio, aber gleichzeitig auch Bildung, Politik damit reinzubringen. Und damit bin ich hier zum Barcamp gekommen, um mir da einfach ein bisschen Info zu holen. Cool, wie ist deine Erfahrung? Unglaublich. Also ich habe gestern die erste Session gehalten und habe mir gedacht, okay, mal sehen, was dabei rumkommt. Ist mein erstes Barcamp dieses Jahr. Ich wusste davor nie, wie das abläuft. Und ich habe mit den Leuten geredet, ich habe meine Idee vorgestellt und gesagt, hey, ich will das eigentlich verbessern, ich will hören, was ihr davon haltet. Und es kam so viel, also von Vorschlägen, was man machen soll, von Musikvorschlägen oder auch CDs, die ich jetzt bekommen habe, die man noch in die Radiosendung einbringen kann, was wir mit Kindern und Jugendlichen machen sollen, dass wir in Schulen gehen sollen, dass wir es da neu anfangen sollen. Ich habe Kontakte geknüpft, Nummern bekommen, Visitenkarten und einfach so viele Ideen, das ist unglaublich und es hat mich total umgehauen. Ich habe wirklich ganze Seiten voll mit Notizen, die ich jetzt benutzen werde zu Hause, und um aber das Projekt jetzt auch zu arbeiten. Und man bekommt einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel, viel weiter gefasst auch. Also auch sowas mit Podcasts und so weiter, was ja auch für Radio jetzt total wichtig ist, woran man vorher vielleicht gar nicht denkt. Und jetzt auf einmal kommt es einem so in den Kopf und denkt so, wow, das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Und ich hoffe, ich kann nächstes Jahr wiederkommen und davon eigentlich berichten, was davon ich umsetzen konnte, wie wir das weitergebildet haben. Das wäre natürlich mein großer Wunsch. Super, das klingt toll. Genau dafür machen wir das Camp. Hast du dir sonst andere Sachen angeschaut? Was waren so die interessantesten Sachen, die vielleicht für dich auch ganz neu waren? Ich habe mir viel vom Kika auch angeschaut, fand ich auch ganz tolle Sachen, also auch Kummerkasten und so weiter, finde ich ein tolles Prinzip. Auch zum Datenschutz, also da muss ich auch sagen, da waren echt total coole Vorträge dazu da. Sachen habe ich erfahren, die ich noch nie gewusst habe oder noch nie bedacht habe. Also dass jetzt zum Beispiel im Internet mir immer noch die Werbung zu meinem Fernseher angezeigt wird, den ich überhaupt schon gekauft habe, nur damit sie zeigen wollen, dass sie anscheinend nicht so schlau sind. Aber das alles ja nur Marketing ist, also einfach da eine Idee hintersteckt, damit ich keine Angst vor dem Produkt praktisch bekomme. Unglaublich, habe ich nie gedacht, auch mit Datenschutz und Daten im Netz und so weiter, habe ich viel gelernt, viel, was ich nicht wusste. Und gestern Abend noch mit den zwei Mädels da das Interview, der Chat-Talk, der war auch echt super interessant, fand ich richtig cool, auch da mal so live dabei zu sein, fand ich eine coole Sache. Super. In drei Sätzen ganz kurz, wenn du anderen Leuten, die noch nie bei einem Barcamp gewesen sind, sagen müsstest, was ist der Grund, warum sie unbedingt herkommen sollen? Eigene Idee vorstellen. Input holen, andere Meinung dazu holen, Idee umsetzen. Das sind die drei Sachen, die ich jetzt so mitgenommen habe und die ich hier beim Barcamp gelernt habe. Klasse, vielen Dank. Danke auch.